Jörg, das ist ja ein tolles Mikroskop, das du jetzt hast. Was ist das jetzt für ein Mikroskop, das wir hier haben? Also wir haben ein Digitalmikroskop mit dem Objektiv jetzt bis zu 150-facher Vergrößerung. Und ich schaue mir jetzt die Spuren an als eine Art Voruntersuchung, die auf den Beigaben der Schamanin sind. Ja, wir haben hier den Kranichknochen, oder? Genau, das ist der Kranichknochen. Und hier sieht man jetzt im Bild. Und der Kranichknochen, das muss man ja sagen, ist eine Büchse, ja, in der die, genau, winzigen Mikrolithen waren. Also sozusagen, die haben den hohlen Kranichknochen als eine Art kleine Keksdose genommen, nur dass sie keine Kekse drin hatten, sondern die Mikrolithen, die dort mit Moos gepolstert drin lagen. Das wissen wir aus dem Grabungsbericht. Und nur deshalb hat man die gefunden. Man findet ja selten so winzige Steine. Und jetzt ist die Frage, ob diese dieser Kranichknochen ist, wie ist der als Büchse bearbeitet? Hat der vorne und hinten einen Deckel? Ist das Fleisch abgeschabt? Oder wie hat man das gemacht? Also hier sehen wir zunächst mal Spuren, die wahrscheinlich von der Herstellung dieser Büchse stammen, beziehungsweise von, sind Schnittspuren auf dem Knochen. Die sind in dem Fall jetzt hier zugesetzt mit Kalk. Aber wir sehen hier überall auch noch Rötelspuren, wie wir sie an allen Objekten vom Grab auch finden. Also nicht nur in dem Kalk sind da, sondern auch hier in so kleinen Flecken. Das sind also Schnittspuren, die jetzt nichts mit der Funktion zu tun haben, sondern die mit dem ja, Entfleischen des Knochens wahrscheinlich zu tun haben. Herrichten, genau. Wir haben jetzt hier noch andere Spuren drauf. Und natürlich ist ganz entscheidend eigentlich bei der Angelegenheit ja dieses zentrale Fenster, das in der Mitte des Stückes zu sehen ist. Ja, und die Enden, weil die Enden wurden ja verschlossen. Genau, die Enden wurden verschlossen, aber auch das Stück selbst, hier die Öffnung. Mhm. Wir haben ein grundsätzliches Problem bei der ganzen Angelegenheit und das ist die Verwendung von Lack. Also man hat damals alle Stücke mit dem sogenannten Geiseltal-Lack behandelt. Hier bei diesem Stück ist das schon entfernt worden. Das heißt, Heinrich Wunderlich hat in der Restaurierungswerkstatt diesen Lack entfernt. Erst vor kurzem wahrscheinlich. Vorgestern, glaube ich, war das. Da hat man, der Lack hat praktisch die Spuren zugesetzt. Ja, und es verhindert auch zum Teil die fotografische Dokumentation, weil der eigentlich so stark reflektiert, wenn Licht drauf kommt, dass man eigentlich wenig sieht. Dann muss man halt eigentlich nochmal fotografieren. Genau. Und wir haben hier bei diesem Fenster, das sozusagen in der Mitte des Knochens sitzt, ja immer die Vermutung gehabt, ja, das könnte ausgebrochen sein, das ist nicht original, das ist vielleicht bei der Auffindung passiert. Und wir können hier jetzt ganz klar sehen, also das ist alt. Das heißt also, hier sehen wir den Sinter am Rand sitzen. Der kann nicht da sein, wenn das frisch bei der Grabung passiert ist. Wir haben hier so eine Art Einschlagstelle mit nach innen gedrückten Splittern. Also man hat hier diesen Knochen wirklich zentral in der Mitte geöffnet, um ihn als Büchse zu verwenden. Das ist eine alte Einschlagstelle. Das ist alt, genau. Das ist also nicht etwa durch die Neugrabung entstanden. Richtig, hier oben haben wir eine neue Beschädigung. Hier, dieser ganze obere Rand ist ausgesplittert. Und die neuen Beschädigungen von dort oben haben keinen Sinter, die sind frisch. Die sind frisch, genau. Die sind hell in der Farbe und haben keinen Sinter. Das heißt also, die Öffnung war wahrscheinlich etwas kleiner, also wahrscheinlich bis hierhin. Und es fehlt im Prinzip hier oben wie so ein Span. So wie es aussieht, wenn wir weiterhin so viel Glück haben mit unseren Funden, können wir das vielleicht auch noch anfügen und bei den Neufunden identifizieren. Und da fehlt etwas, sagen wir mal, nicht viel, oder? Da fehlt so eine schmale... Diese Ecke hier ist Ecke ausgebrochen. Okay. Und hier. Also bis hierhin. Okay. Also war da sozusagen eine prähistorische Öffnung und genau, an dieser Öffnung ist ein Span weggebrochen, ja, wo der Bruch auch frisch ausschaut. Wenn wir Glück haben, finden wir den Span und können ihn sogar einsetzen. Können ihn sogar noch einsetzen, ja. Okay. Das heißt, es war eine Büchse, aber eigentlich ist doch der Kranichknochen vorne und hinten schon offen. Wäre doch schon eine Büchse. Also man hat sie sozusagen, man hat ihn wahrscheinlich fest verschlossen und hat dann sich eine Öffnung reingebaut, wie in eine Büchse eben, die man auf und zu machen konnte. Genau, das müssen wir jetzt noch neu untersuchen, weil das konnte ich bisher nur an dem mit Lack überzogenen Bereich irgendwie feststellen. Aber auch da sieht man jetzt schon, wir haben hier am Rand solche Verrundungen. Also es ist abgeschnitten
aber es ist offensichtlich durch die Nutzung leicht verrundet. Also das heißt, wir sind jetzt am Ende des Garnichtknochens, der Büchse, wo praktisch das Loch ist, und das ist abgeschnitten und verrundet. Richtig. Da haben wir vielleicht ein Leder drüber oder irgendwie was Organisches oder ein Holzdeckel drauf oder irgend so etwas gemacht. Irgendwie, also es muss verschlossen gewesen sein, das ist ja logisch, weil sonst wären ja... Merkwürdig, dass man dann in der Mitte nochmal ein Loch macht, das man ja auch verschließen muss, dass die tollen Mikrolithen nicht rausfallen. Wahrscheinlich, um die Mikrolithen dann entnehmen zu können, um an die Stücke ranzukommen. Ja, also wie so eine Art Nadelbüchse, das aber in der Mitte eine Öffnung hat. Ja, also, und ein wirklich klarer Beleg dafür, dass die Mikrolithen ausschließlich in diesem Kranichknochen, in diesem Behältnis waren, ist die Tatsache, dass wir bei der Nachgrabung keinen einzigen Mikrolithen gefunden haben. Das heißt, die waren wirklich alle... Und dass keiner beschädigt ist. Genau, das ist nicht beschädigt. Weil die ja so scharfe Schneiden haben und so klein sind, muss ja eigentlich in dieser Büchse... ein Dämmmaterial gewesen sein, Moos oder irgendetwas, denn ansonsten würden die Mikrolithen sich ja gegenseitig beschädigen. Wenn man sie länger transportiert, auf jeden Fall, ja. Genau. Was wir hier auch noch sehen, das sind Beschädigungen, die bei der ursprünglichen Präparation oder Restaurierung oder Säuberung der Stücke passiert sind. Wir sehen hier so eine Art Sinterüberdeckung, der teilweise fehlt. Und das ist in älteren Publikationen als Kratzer bzw. eine Art Zurichtungsspur auch beschrieben worden. Das können wir ganz klar identifizieren als eine Beschädigung, die nach der Bergung erfolgt ist. Hier in dem Bereich. Hier sitzt der Sinter. Ja. Hier sitzt der Sinter. Und Moment, ich muss erst wieder fokussieren. Hier. Und hier sind solche Kratzer. Ja, und der Sinter ist überall dort, wo kein Kratzer ist. Ja, also der liegt sozusagen nicht drüber, sondern man hat versucht, diesen Sinter zu entfernen. Man sieht auch, hier sind so helle Stellen, wo der abgeplatzt ist. Also das ist wahrscheinlich bei der Präparation entstanden. Das ist also nichts Prähistorisches. Okay. Und was denkst du? Du denkst also, dass die Öffnung dort in der Mitte war, die intentionell eingeschnitten ist, vorne und hinten war die Büchse zu? Möglicherweise, ja, genau. Wie die gehalten wird, die Öffnung mit einem Lederband oder so, das weiß man nicht mehr? Das wird vielleicht die detaillierte Gebrauchsschuhenanalyse uns sagen können. Und innen drin sind eigentlich nur Dämmmaterial mit den Mikrolithen. Genau. Und warum sind die Mikrolithen so wertvoll? Naja, die sind als Einsätze für Pfeile, als Projektile eben ein ganz wichtiges Instrument, um jagen zu können. Also Kompositpfeile, die aus diesen Mikrolithen hergestellt werden, sind hier natürlich das Thema. Ist es aufwendig, so Mikrolithen herzustellen? Also sie sind... Weil die sind ja ganz, ganz winzig und retuschiert und so. Genau. Eigentlich artifiziell hergestellt, also eigentlich von einem gewissen Wert, was ja das Aufbewahren in der Büchse zeigt. Vom Aufwand her ist das eher gering. Also das ist eigentlich sehr schnell gemacht, so ein Mikrolith. Aber man muss schon ziemlich gute Augen haben, um diese Stücke herstellen zu können. Sie sind zum Teil so fein retuschiert, dass wir uns wirklich fragen, wie man das hinbekommen hat. Naja, wenn man die Mikrolithen mitnimmt, heißt es aber auch, die kann ich jederzeit in dem Pfeil einsetzen. Und das ist ja sowas, was wir bei Ötzi zum Beispiel kennen, dass der halbfertige Dinge dabei hat, also Dinge dabei hat, um Pfeile herzustellen. Das heißt, man nimmt nicht den ganzen sperrigen, großen Pfeil mit, sondern oder mehrere Pfeile, sondern man nimmt Teile mit denen man schnell einen Pfeil herstellen kann. Genau. Also die Mikrolithen als wichtiger Bestandteil. Oder die Speerschleuder. Sind ja auch ein Holzschaft, wenn er nicht splittert, wenn er irgendwo dagegen schlägt, ist ja in der Regel relativ dauerhaft mit der Befiederung. Ein Mikrolith ist, wenn er auftritt, eigentlich zerstört, weil er relativ schnell splittert. Also das heißt, man muss relativ oft diese Einsätze austauschen. Und deswegen ist es gut, man hat schon vorbereitet, Stücke sozusagen in der Tasche, die man dann eben einsetzen kann. Also spannend, dass man da so einen Behälter hat. Kennen wir im Mesolithikum einen vergleichbaren Behälter? Es gibt eigentlich dafür keine Belege sonst. Also es ist eine einmalige Geschichte, die halt ins Grab mitgegeben wurde, weil die Frau so wichtig war, die es vielleicht ganz oft gab, solche Behälter. Absolut. Die aber einfach nicht ins Grab kommen. Wir dürfen ja nicht vergessen, uns fehlt ja viel an organischem Material, das vergänglich ist, das nicht Knochen ist.
Also solche Büchsen oder Behälter hat es vielleicht aus Holz gegeben, die sind uns aber nicht überliefert. Dem, was sehr spannend ist, ist, dass wir hier einen Kranichknochen haben, einen ganz leichten Vogelknochen, dünn, also ideal als Büchse geeignet. Nicht irgendeinen schweren, massiven Knochen, sondern wirklich einen hohlen, genau der richtigen Größe, der Leichtigkeit, der Steifigkeit. Genau. Also man konnte die Natur perfekt beherrschen, man kannte die und man hat nur die Dinge genommen, die hier optimal geeignet sind. So ist es, genau. Und wir haben natürlich ein ganzes Spektrum von Tierknochen. Und das ist ungemein spannend, weil die Tierknochen, die praktisch die damalige Welt der Tiere und der Natur abbildeten, vielleicht ist sogar das bei den Steinen so, aber das schauen wir uns dann später mal an.